moi, ma famille, c'est tout, c'est mon tout. Je joue avec ma famille, même ma patte en... Avant de jouer dans le terrain, avant d'entrer dans le terrain plutôt, il faut que j'appelle ma maman, mes oncles, pour pouvoir me sentir au Meine top. Familie ist alles für mich und ich bin oft im Kontakt mit ihnen. Und vor einem Spiel, ich rufe immer meine Mutter und meinen Onkel, das brauche ich schon, dass ich mich wohlfühle. Le numéro là, il est mythique pour moi. Et aussi, ça correspond avec ma date de naissance. Et aussi, tous mes jeux préférés, ils avaient le numéro 10. Et donc, voilà, je me suis. Raison pour laquelle je me suis trouvé toujours avec le numéro Das 10. ist viele größere Fußballer haben sie, dass diese Nummer 10 und das ist eine mythische Nummer für Fußball. In meinem Geburtstag, ich bin auch ein 10. geboren, 10. April geboren und meine Lieblingsspieler haben sie alle diese Nummer getragen, deswegen ich fühle mich wohl mit dieser Nummer. C'est le collectif. Travailler tous ensemble, se soutenir sur le terrain. Voilà, je Das pense. ist Kräfte von Red Bull ist der Kollektiv. Wir arbeiten alle zusammen, wir helfen, wir unterstützen uns alle taktisch, wir sind top. Après le foot, je regardais à la télé, internet. Mais des fois, je me promène aussi. Je pars pas chez Mustapha. Des fois, je vais aller en ville avec mes potes. Voilà, c'est bien. Fußball, meine Hobbys sind oft Fernsehen oder ich bin zu Hause Fernsehen und Internet und ich gehe spazieren mit oder ich gehe zu Familie Meslub. Mon joueur préféré avec le numéro 10, c'est Ronaldinho. Et ouais, c'est lui, sur le plan international, c'était lui. Cristiano Ronaldo ou Ronaldinho? Ronaldinho, quand même. Oui. Ronaldinho. Et comme il joue plus maintenant, et il joue plus maintenant comme avant, il y a un joueur que j'aime bien. Mein C'est Argent. Lieblingsspieler, das mit der Nummer 10, ist Ronaldinho von Brasilien. Leider spielt er wenig oder bis gar nichts jetzt. Und jetzt ein Spieler, der jetzt weiterspielt und ich gern mag, spielt bei Chelsea, ist Eden Hazard. Oui. Ah, c'est facile à dire ça. Le mathématique, j'ai toujours détesté ça. Ich habe in die Schule, ich habe immer Mathematik gehasst. J'avais aimé le français et plus les langues. Ich habe die Sprachen, Französisch, ja, habe ich gern. Plus les langues. J'essaie de me reposer souvent. Et le soir après, je sors pour aller en ville, me promener, voilà. Ou je vais chez Mustapha le taquiner chez lui, après je rentre pour aller dormir chez moi. Er sagt, ja, wenn ich trainingsfrei habe, das ist Erholungstag für mich. Ich bleibe zu Hause oft, dann gehe ich einfach mehr spazieren in die Stadt, oder? Und am Abend gehe ich oft zu Musti und ich tue ihm ein bisschen ärgern, vor dass ich nach Hause gehe. Ich mag ihn gern ärgern. Dans l'équipe? Oui. Ah, ils sont tous mes amis, hein. Mais c'est normal d'avoir dans l'équipe des personnes à qui tu as beaucoup d'affinités. Kevin, Ulma aussi, Florian et Leite aussi. Aber sehr gut, die sind alle meine Freunde. Ich verstehe mich mit allen Spielern. Die sind tolle Menschen. Aber es ist normal, dass es gibt vielleicht ein oder zwei, mit wem wir mehr vielleicht Beziehungen haben. Und Kevin Campbell oder Flo Schima und Leite, mit wem ich Ulma, mich Ulma wäre. aussi. Und Ulma und Andi. Andi Ulma ist auch ein toller Kind. Ja.
Ja, und bei die Neue, mit Jordi Reyna ist ein... Er stichelt mich immer ständig, aber ich mag ihn. J'espère bien, c'est notre objectif et on espère gagner tous les matchs cette saison pour pouvoir être. Ça gegen Wiener Neustadt natürlich, dass wir möchten gewinnen natürlich. Das ist unser Objektiv. Wir möchten alle Spiele gewinnen und das, ich glaube, dass am Wochenende wir werden auch wieder schaffen und das ist unser Objektiv, ja. Und, Hallo Fans, liebe Grüße.